wer auch im Winter nochmal Schnittblumen auf dem Tisch haben möchte, die nicht irgendwo importiert werden mussten oder die aus dem Gewächshausanbau stammen, der kann mit Trockenblumen arbeiten. Da gibt es natürlich die ganz klassischen Trockenblumen wie die Strohblume, die man schon am Klang der Blüten erkennt, dass sie so wie Stroh raschelt. Es gibt den Strandflieder, den ich hier jetzt leider nicht dabei habe. Es gibt Fuchsschwanz, sowohl als hängende oder auch als stehende Blütenform. Der einjährige Rittersporn eignet sich gut zum Trocknen. Den gibt es in dunkelblau, in weiß und in rosa. Den Salbei, dort gibt es Salvia hominum, eine wunderschöne Pflanze als Beiwerk mit diesen Hochblättern in blau, rosa und weiß. Oder auch eben Leberbalsam und andere Pflanzen. All diese Dinge kann man im Sommer oder im frühen Herbst pflücken. Man hängt die dann mit etwas von Blättern befreit in dünnen Sträußchen in einem luftigen Raum auf. Das kann eine Gartenlaube sein, das kann die, ich sag mal, der Eingangsbereich des Hauses sein und lässt sie kopfüber trocknen für einige Wochen und kann sie dann in der Vase für mehrere Monate über Winter stehen lassen und hat einen natürlichen Blumenstrauß, der sich auch im Winter noch nett präsentiert. Und das Gute daran ist, im nächsten Frühjahr kann man ihn bedenkenlos kompostieren, ohne Rückstände von Plastik oder anderen Dingen. Das geht sehr praktisch. Thank you.